Heute schauen wir uns mal genauer an, wie sich die neuen Wagen in Gran Turismo 7 fahren. Denn im neuen Update gab es ausschließlich brutal schnelle Fahrzeuge. Update 1.32 in GT 7 brachte 4 neue Autos, obwohl es eigentlich nur 3 Autos sind. Und ich erkläre euch gleich nachher, warum das so ist. Hier bin ich unterwegs im legendären Jaguar XJ220, einem Supersportwagen von 1992. Von Jaguar, der tatsächlich auf dem XJR9 Rennwagen basiert, aber der einfach eine Straßenzulassung hat. Und das ist, wie ich finde, einer der schönsten Jaguar Sportwagen überhaupt. Die 220 im Namen, die hat auch eine Bedeutung, denn der Wagen war geplant, dass der 220 Meilen fahren sollte. Höchstgeschwindigkeit. Das sind ungefähr, ich glaube, das sind 354 km/h. Er hat es, glaube ich, letztendlich nicht ganz geschafft. Bisschen drunter war der Wert, aber das ist quasi seine Zielvorgabe. Und er war damit trotzdem kurzzeitig der schnellste Sportwagen der Welt. Allerdings kam dann ganz schnell gleich der McLaren F1 ums Eck und ja, hat das Ganze übertrumpft. Der XJ220, den gab es eigentlich schon in Gran Turismo 2. Bis Gran Turismo 6 tatsächlich. Er hat in Gran Turismo Sport gefehlt und bisher auch in Gran Turismo 7. Aber jetzt gibt es ihn und zwar beim legendären Händler ist er aktuell erhältlich für gut 600.000 Credits. Er fährt eigentlich relativ präzise für einen Straßenwagen, vor allen Dingen, weil ich aktuell auf harten Sportreifen unterwegs bin. Allerdings merkt man, der hat schon gewisses Gewicht dabei. Das heißt, der drängt schon eher nach außen. Und typisch für so einen flachen Sportwagen, er hat eine relativ schlechte Sicht nach außen. Der neue Content ist wie gewohnt kostenlos und wird automatisch geupdatet in GT7, sobald ihr starten wollt. Aber das war ja nur das Vorgeplänkel, jetzt geht's ans Eingemachte. Wir kommen zur Gruppe 3 und dem neuen AMG GT3. Den gibt es jetzt als abgedatete Version von 2020 und den gibt es bei Brand Central für 480.000 Credits. Und es ist ja wirklich bitter nötig, dass wir aktuellere GT3-Fahrzeuge ins Spiel reinkriegen, denn viele der GT3-Wagen in Gran Turismo 7 sind halt doch schon ein paar Jahre alt. Und ganz ehrlich, ACC, Assetto Corsa Competizione, macht's ja vor. Da gibt's ja die Wagen der letzten Jahre plus die neuesten Wagen ja auch bereits schon im Update, zumindest am PC. Und ganz ehrlich, ich wünsche mir halt auch, dass Gran Turismo da auch genauso aktuell wäre. Nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt über den Mercedes AMG im GT3 von 2020, der auch in einer wunderschönen Lackierung daherkommt, in schönem Orange. Ich habe da echt eine Schwäche dafür. Und er macht sich auch in der neuen Fahrphysik, die beim letzten Update dabei war, eigentlich auch sehr gut. Ich bin ja eigentlich doch ein großer Fan, muss ich sagen, von dem AMG GT3, weil ich in Gran Turismo Sport immer genau diesen AMG gefahren bin. Also nicht genau diesen, aber halt diese von dieser Serie. Das sind einfach Wagen, die haben mir echt gefallen, obwohl sie tendenziell ja eher zum Untersteuern neigen, aber sehr ansonsten relativ neutral sind und einfach gutmütig sind, will ich damit sagen. Genau, gutmütig ist vielleicht das Wort, das Richtige. Im Gegensatz beispielsweise zu den Lamborghinis vor mir, die ja doch ein gutes Stück zickiger sind. Ich bin mal gespannt, wie sehr dann der AMG natürlich jetzt besser ist als der alte, der, ich glaube, von 2016 ist. Und wie viel mehr Leistung der wirklich bringt, auch natürlich, wenn der BOP an ist. Sehr cool finde ich natürlich das neue Design des AMG GT3, wobei es echt eigentlich nur so Details sind, die geändert wurden, äußerlich zumindest. Vor allen Dingen könnt ihr eigentlich diesen neuen AMG GT3 daran erkennen, an dem größeren Kühlergrill. Aber ich muss sagen, den werde ich definitiv für einige Rennen gerne nutzen. Jetzt kommen wir zu den weiteren beiden Autos, die neu dabei sind. Die gibt es im Doppelpack, denn es handelt sich dabei um die Superformula. Und zwar die damit ja die schnellste Rennserie Japans und Asiens. Wir hatten bisher den SF19. Eher aus der Superformula in 2 Versionen, einmal mit Toyota-Motor und einmal mit Honda-Motor. Und jetzt haben wir genau dasselbe und zwar von der diesjährigen Saison. Der SF23 mit Honda-Motorisierung und
Toyota-Motorisierung. Beide übrigens mit einem Dallara-Chassis, interessanterweise mit ein bisschen weniger Leistung, 10 kW weniger Leistung als die alten Versionen, beim Gewicht 10 Kilo mehr und insgesamt laut Datenblatt eigentlich ein bisschen schlechter, aber die neuen SF23er, die haben eine neue Aerodynamik und müssten eigentlich noch höhere Kurvengeschwindigkeiten machen. Und das checken wir gleich mal aus. Denn passenderweise gibt es im Café ein neues Menübuch speziell dafür. Das Menübuch Nummer 47, speziell für die Superformula. Das sind übrigens auch die einzigen neuen Wettbewerbe, die es jetzt im Update gibt. Und zwar in Watkins Glen, ein Wettbewerb in Frankreich am Circuit de Saint-Croix und am Fuji International Speedway in Japan. Und da schauen wir genau mal rein. Wir haben auch tatsächlich mal längere Wettbewerbe. Hier 15 Runden inklusive Treibstoffverbrauch und Reifenverschleiß. Formelwagen haben ja eigentlich ein ganz anderes Handling als jetzt die typischen Sportwagen oder GT-Wagen. Denn sie haben einfach viel weniger Gewicht, aber auch gleichzeitig viel bessere Aerodynamik. Und da muss man sich echt erstmal umstellen, wie das funktioniert bei so einem Formelwagen, dass man zum Beispiel hier mit mehr Gas durchheizen kann, einfach weil wir den Anpressdruck haben. Und ich muss sagen, die SF19, also die Vorgängermodelle, die waren schon echt ein Traum zu fahren, der Super Formula. Wie gesagt, das ist eine japanische Rennserie und man würde hier das vielleicht ein bisschen vergleichen mit der Formel 2, wobei ich glaube, die Super Formula ist sogar ein bisschen mächtiger, aber man kann es so sehr grob schon damit vergleichen. Also sozusagen eigentlich ja eine Klasse unter der Formel 1. Und hier eben am Fuji Speedway, wo es eben in der Umgebung ein paar Updates gegeben hat. Es gibt hier einige neue Objekte links und rechts am Streckenrand, aber die Strecke grundsätzlich ist eigentlich genauso. Es gibt auch keine neue Strecke, falls ihr darauf spekuliert habt. Und es gibt auch keine neuen Streckenvarianten. Jetzt geht es in diesem Update eigentlich hauptsächlich nur um die Autos und vor allen Dingen um die Rennwagen. Diese Super-Formula-Wagen haben ja auch noch ein Spezialfeature, das ich immer gerne vergesse. Sie haben nämlich einen Boost, den man jederzeit aktivieren kann. Der ist aber begrenzt bei jedem Rennen und den man eben zum Überholen nutzen kann. Das Interessante bei den Formelwagen ist, man kann oft mehr riskieren, als man denkt. Vor allen Dingen bei den Bremspunkten kann man sehr spät rein in die Kurven und auch schnell wieder raus, also ziemlich flott wieder aufs Gas gehen. Dieses neue Menübuch für die Super Formula ist doch recht anspruchsvoll, muss ich sagen. Und falls ihr es noch anspruchsvoller haben wollt, dann gibt es noch ein offizielles neues Event, nämlich zu den Olympischen Spielen. Denn es gibt tatsächlich eine E-Sports-Serie und da ist Gran Turismo als Rennsimulation offiziell mit dabei. Das Olympische Event, das findet ihr im Sportmodus und zwar bei den Zeitrennen interessanterweise. Da gibt es ja auch immer wechselnde Zeitrennen, wo ihr euch beweisen könnt. Das lohnt sich auch mitzumachen, denn da könnt ihr bis zu 2 Millionen Credits absahnen, wenn ihr eine Goldzeit fahrt. Mit einer Silberzeit zumindest noch 1 Million. Und hier gibt es eben auch dieses Olympische Event, wo aktuell der Rekord bei 1 Minute 15 steht. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr gehoben. Und da kann man definitiv auch einfach spaßeshalber mal mitmachen. Und zwar wird mit dem Toyota GR010 gefahren in Deep Forest Raceway. Und wenn ihr da eine gute Zeit macht, dann könnt ihr euch dafür qualifizieren. Allerdings, das ist, glaube ich, schon eher etwas für die absoluten Profifahrer. Im GT-Café gibt es übrigens auch noch zwei neue Extra-Menüs. Das bedeutet, da sammelt ihr weitere Autos. Und da gibt es jetzt eben zwei neue Menüs, nämlich Nummer 20. Da sollt ihr Shelby-Wagen sammeln. Und dann gibt es auch noch ein extra Menü Nummer 21 von Alpine-Fahrzeugen. Und da werdet ihr wie gewohnt belohnt mit entsprechenden Roulette-Tickets.
Ansonsten gibt es im neuen Update 1.32 noch neue Fotolocations, die wurden hinzugefügt und ein paar Menüänderungen bezüglich den Online-Lobbys. Das muss ich mir noch genauer anschauen, dass da ein paar Sachen gestreamlined wurden, natürlich auch Bugs gefixt wurden und eben ein paar Sachen ein bisschen besser ja, jetzt erreichbar sein sollen. Jetzt würde mich interessieren, meine lieben Leute, was für euch der beste Wagen hier in diesem Update ist. Der Jaguar, der AMG oder eben die Superformula. Schreibt es unten natürlich gerne in die Kommentare und schreibt auch gerne eure Meinung zum neuen Update dazu. Ein Update, das diesmal sich ausschließlich eben auf neue Wagen konzentriert. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt natürlich, was in den kommenden Monaten noch kommen wird. Natürlich mit neuen Strecken und auch neuen Wagen. Verpasst übrigens auch nicht das Video zu Gran Turismo 7 hier. Und in diesem Sinne, noch eine gute Fahrt, meine lieben Leute.